Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes 2. Ja, wir sind hier bei Lord Lorton immer noch im Haus und haben mit Jenkins in der letzten Folge, ja, ihm ein bisschen ein paar Tricks beim Billard gezeigt und jetzt ist er ein bisschen redseliger geworden. Und wir haben hier noch so ein paar Sachen, die wir uns nicht angeguckt haben bisher. Und wir können wahrscheinlich jetzt endlich nach oben gehen. Mal gucken. Erstmal reden wir, denn wir können jetzt mit ihm über alles reden. Dieser Raum muss mal sehr hübsch gewesen sein. War er auch, Mr. Holmes. Ich könnte weinen, wenn ich daran denke. Wenn Sie sich dann jetzt bitte kurz fassen würden, es wäre mir lieber, wenn Sie fort wären, wenn Lord Lorton zurückkommt. Ja, so einfach ist das nicht, ne? Haben Sie den Schlüssel zu diesem Album, Jenkins? Nein, das sind die Privatfotos seiner Lordschaft, Mr. Holmes. Jemand anderer hat diese Privatsphäre schon verletzt. Beachten Sie die Kratzer rund um das Schloss. Ich frage mich, was er gefunden hat. Vielleicht sollte ich Ihren Gedankengängen nicht zu weit folgen. Das wäre am besten. Lord Lorton hat meine Fragen entweder falsch oder ausweichend beantwortet. Warum? Schuldet er Ihnen Geld? Nein. Seine Ausflüchte könnten gefährliche Konsequenzen für Sie und jeden britischen Untertan haben. Also ich sehe das so, Mr. Holmes. Er lügt sich selbst ebenso oft an wie andere. Schlechte Investitionen und Spielschulden haben sein Erbteil aufgezehrt. Um dem Bankrott zu entgehen, hat er eingewilligt, eine aufgeblasene Proletin zu heiraten. Diese grotesken Zukunftsaussichten will er nicht aufs Spiel setzen. Also wird das Versteckspielen zu seinem Lebensinhalt. Und er hat viel zu verbergen. Zweifelhafte Freunde, abstoßende Gewohnheiten, schlimme Beziehungen, die ganze Skala jugendlicher Indiskretion und zielloser Verdorbenheit. Also hat er vielleicht üble Geheimnisse. Oder er hat keine und lügt nur aus Gewohnheit. Oder er weiß etwas, will die Wahrheit aber lieber später zu Geld machen. Genau. Nicht sehr hilfreich, aber wahr. Okay. So, können wir das jetzt eröffnen hier? Das Album ist abgeschlossen. Rund um das einfache Schloss sind ein paar Kratzer zu erkennen. Aha, das Schloss mit einem anderen Gegenstand zu öffnen. Haben wir einen anderen Gegenstand? Ah, okay. Jetzt bin ich gespannt. Fotografien und was Daguerreotypen von Lord Lorton und seinen Freunden, darunter etliche junge Frauen, stecken in dem Album. Auf der Rückseite des Umschlags sind noch Klebereste zu erkennen, doch das Bild, das hier einmal klebte, ist fort. Okay. Das geht mir jetzt aber doch zu weit, Mr. Holmes. Legen Sie das Album augenblicklich zurück. Okay. So kann er was dazu sagen zu dem Bild? Sind das alle Fotos von Lorton? Die meisten. Seine Lordschaft ist kein sentimentaler Mensch. Er hat nur ein paar Andenken und die schaut er selten mal an. Okay. Das Foto von der Innenseite des Rückendeckels fehlt, Jenkins. Erinnern Sie sich, was drauf war? In Lord Lortons Privatsphäre herumzuschnüffeln, gehört nicht zu meinen Aber Pflichten. zu deinen Sie Kühen. haben das Bild nie zufällig gesehen beim Aufräumen oder so? Oder vielleicht hat er es im Freundeskreis mal vorgezeigt? Vielleicht habe ich es einmal gesehen, zufällig. Es war ein Porträt einer hübschen Dame. Davon hat er viele. Aber dieses war anders. Ich glaube, ich habe die Dame schon mal gesehen, aber ich weiß es nicht genau. Tut mir leid. Wo gesehen? Hier im Haus? Nein, niemals. Es könnte eher in der Zeitung gewesen sein. So, ich, oh, warte mal, klopfe aus. Viele der Möbelstücke in diesem Zimmer würden durch die kräftige Anwendung von reiniger Politur und Muskelschmalz erheblich gewinnen. Ja, aber warum macht denn Jenkins das dann nicht? Oh, wir können spielen? Haben wir das schon mal probiert? Bam. Das klingt schräg.
Jenkins, das klingt schräg. Aha. Wann ist das Klavier zum letzten Mal gestimmt worden? Erst gestern kam jemand vom Klavierstudio vorbei. Haben Sie ihn bei der Arbeit beaufsichtigt? Natürlich nicht. Ich habe ihn vom Billardsalon ausgehört. Aber ich glaube nicht, dass er mal vom Klavier weggegangen ist, bevor er fertig war. Kann nicht mehr als 30 Minuten hier gewesen sein. Hat er eine Rechnung da gelassen? Jetzt, wo Sie es sagen, er hat gar nichts hier gelassen. Dann würde ich das Haus verwetten, dass er etwas mitgenommen hat. Ist irgendetwas plötzlich verschwunden? Nicht, dass ich was gemerkt hätte. Mhm. Er hat hier das Album geklaut, kann das sein? Ich glaube, wir müssen das alles noch mal angucken, damit Jenkins dazu was triggert. Die Quellen für Liszt's Transkription einer Paganini-Etüde für Klavier und den Violinpart einer Mozart-Sonate sind mit etlichen Anmerkungen versehen. Der Violinist scheint Schwierigkeiten mit den beiden Stücken zu haben. Das ist doch die nette Dame, ne? Die Proletarierin. Wer begleitet Lord Lawton, wenn er spielt? In letzter Zeit Lady Lockridge. Und begleitet ist zu viel gesagt. Bejammert käme schon eher hin. Manchmal muss ich einfach raus, um der Kakophonie zu entfliehen. Okay, wieso, was ist... Erläutere. Wie viel bedeutet seiner Lordschaft Lady Lockridge? Lady Cordelia Lockridge ist, wie sie immer betont, seine Versprochene. Die Tochter des verstorbenen Lord Cecil, die am Wilton Crescent in Belgravia wohnt? Genau die. Und ihre unangenehme Abstammung ist unübersehbar. Ein kurzer Blick oder ein Geräusch aus ihrem Mund verrät ihren Stammbaum. Diese Auswahl ist vielleicht zu schwierig für Lady Cordelia. Ich weiß aus Erfahrung, wie anspruchsvoll der Paganini hier ist. Selbst alle meine Entchen überfordert die Fähigkeiten dieser Frau bei weitem. Sie hat weder ein Ohr für Töne noch ein Gefühl für Rhythmus. Aber sagen Sie ihr das bloß nicht. Sie sucht die Stücke aus. Dann ist es natürlich eine Frage der Ehre, sie auch zu schaffen. Üben die beiden? Immer. Zwischen ihren Streits. Es gab schon böse Worte wegen ihrer Interpretationen. Sie wird dann ganz verzweifelt. Und das ist letzten Endes wieder schlecht für ihn. Das stimmt. Es ist immer dann schlecht für ihn. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist der Notenständer? Schauen wir uns mal an. Der neue Notenständer aus Kirschholz lässt vermuten, dass der Pianist öfter mindestens einen anderen Musiker oder Sänger begleitet. Okay. Ich geh mal die Treppe hoch. Ich glaube, das wird nichts. Ich habe es ganz stark im Gefühl, das wird nichts. Aber gucken wir mal. Dieser Teil des Hauses wird nicht benutzt. Wir haben einfach nicht das nötige Personal. Okay, aber haben die sowas wie einen Blutschwur bis zum Ende oder sowas? Ich weiß es nicht. Aber was anderes fällt mir hier nicht ein. Watson? Wir haben jetzt hier alle Sachen durch. Wir haben ihn soweit befragt. Da können wir nicht weiter hoch. Würden Sie mich als einen taktvollen Menschen beschreiben, Watson? Das wäre zumindest nicht das erste Adjektiv, das mir einfiele, obwohl Sie doch Takt lernen könnten. Die Erfahrung ist die beste Lehrerin, auch wenn Ihre Lektionen oft schmerzhaft sind. Okay, aber es geht nicht um Musik, ne? Vielleicht sollten wir erst einmal in die Baker Street zurückgehen und nachdenken. Ich könnte eine Erfrischung vertragen. Okay. Ich gucke erstmal, ob wieder irgendwas dazugekommen ist. Ja, es ist was dazugekommen. Das da ist dazugekommen. Aber Baker Street. Wenn wir sagen Baker Street, dann gehen wir schon mal in die Baker... Wiggins, altes Haus, hast du was Neues für uns? Wobei, der ist ja nicht weg gewesen. Blöd, Mann. Ah ja, ist nichts weiter. Dann gehen wir mal hier, komm. Und jetzt warten wir erstmal, bis wir wieder ausgezogen sind. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Wir werden kurz mit Watson sprechen, aber ich glaube nicht, dass hier irgendetwas
irgendetwas hier weitergeht. Ja, es wird nichts getriggert. Und stumm ist es ja auch. Ich frage mich, ob unser Freund Farthington vielleicht den ruhmlosen Anwalt Bledsoe kennt. Weil sie beide bei Gericht zugelassen sind? Das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Farthington hat nie viel praktiziert. Lawton sagte, Bledsoe habe seine Geschäftsräume im Grace Inn. Farthington wohnt dort. Und er ist genau die nette Art von Mensch, die sich mit einem Außenseiter anfreunden würde. Okay, neuer Hinweis. Wahrscheinlich ist das dann mit gemeint. Okay, dann öffnen wir mal und schauen, ob wir noch einen zusätzlichen Punkt auf der Karte bekommen. Zurück auf alle Fälle. Was, Watson? Wie Sie sagen, Holmes, zurück und weiterjagen. Genau. Auf alle Fälle Lady Lockridge Stadthaus war ja da ausgewählt. Wir lassen uns mal überraschen. Und Tür auf. Oh, endlich. So. Wenigstens irgendwie so ein bisschen Hintergrundgeräusch. Ja, das wäre super. So, dann versuchen wir mal ganz vorsichtig. So. Milady wird Sie empfangen, sobald sie den Göttern der Musik geopfert hat. Bitte gewähren Sie einen Moment, um sich wieder zu fassen. Sie ist höchst erregt. Die Götter übrigens auch, dem Klang nach zu urteilen. Ach, da sitzt sie ja. Watson, reden wir erstmal kurz. Oh Gott. Können Sie diesen Geruch identifizieren, Watson? Der unverwechselbare Gestank von Exzess. Moralpredigten mal außen vor, bitte. Ist das eine Art Kampferöl? Weihrauch, glaube ich, um die Fürbitter des schlechten Geschmacks zu beeindrucken oder um einen noch übleren Gestank zu verbergen. Ich würde es irgendwo zwischen einer Krankenstation und einer billigen Parfümerie einordnen. Okay. Sie spielt dort, sie kann nicht ausgewählt werden. Das heißt, wir haben Zeit, uns das alles anzugucken, ja, wie es scheint. Passend zum aufdringlichen Dekor des übrigen Raumes ist die Front mit Goldblättern verziert. Der Schrank soll so aussehen, als stamme er aus Versailles und nicht aus der Edward Road. Na, so. Boah, sie quietscht auch noch so eklig. Eine Mischung aus Schals, Umhängen und Decken ist im Schrank gestapelt. Okay, was haben wir noch? Porträts. Eieiei, diese großen, durch die Bank hässlichen Elfenbeinschnitzereien mögen Mitglieder der Lockridge-Familie darstellen. Ihre wenig schmeichelhafte Anwesenheit bestätigt den alten Spruch, dass es für Geschmack keine gesicherten Maßstäbe gibt. Oh mein Gott. Was haben wir noch hier? Nix, nix, nix. Mit ihr können wir nichts machen. Kamin. Die Feuerstelle ist mit italienisch anmutendem Marmor verkleidet. Bescheidenere Geister könnten das vergoldete Kaminbespeck für einen Hauch angeberisch halten. Aber nur für einen Hauch. Ein Beistelltischchen. Oh, sie ist fertig. Dieser dreibeinige Tisch aus Ebenholz und Messing wird zwar oft als Untersatz für Kannen benutzt, sein indischer Name Teapoy ist aber etymologisch trotzdem nicht mit dem englischen Wort Tea verwandt. Vielmehr wurde er von zwei Sanskrit-Worten hergeleitet, die dreibeinig bedeuten. Piano. Oh, können wir spielen? Das wäre schön. Sehr schön. Sehr schön. Notenblätter, was haben wir denn drauf? Eine Etüde von Paganini ist mit etlichen Anmerkungen in einer weiblichen Handschrift versehen. Die Musikerin hat offenbar große Schwierigkeiten mit diesem Stück. Die verschiedenen Abstufungen des italienischen Meisters, seine Scordatura und besonders seine Verwendung von Dreifachstops haben schon so manchen angehenden Virtuosen den Willen gebrochen. Oh, ein Werkkästchen. Ich weiß, sie ist fertig. Üblicherweise enthält ein solches Werkkästchen das Nähzeug einer Dame, ihre Stickerei oder ähnliche Nadelarbeiten. Es wäre doch sehr überraschend, derart mondäne Gegenstände hier vorzufinden. Wollen wir es mal öffnen?
Lady Cordelia raucht heimlich. Das Kästchen enthält ein Dutzend Ägyptian Ovals, einen Feuersteinanzünder und eine Zigarettenspitze mit Lippenstiftflecken in Chinarot. Und deswegen der Weihrauch, um das zu übertünchen. Clever, clever. Eine durchgehende Familienähnlichkeit fällt bei vielen der Fotografien Daguerreotypen und Wasserdrucke ins Auge. Es ist kein besonders attraktiver Clan. Eines der Bilder zeigt einen grimmig dreinschauende Lady Cordelia mit ihren Anverlobten. Oh, der freut sich bestimmt ganz tolle. Noch ein Tischchen? Dieser edle Pembroke-Tisch wurde gebleicht, angemalt und mit zahllosen Schichten Klarlack überzogen. Seine Beschläge hat man mit Blattgold gestrichen. Die Wirkung ist zugleich unerwartet und vulgär. Aber sie ist jetzt ohne Geige. Giuseppe Guarneri, bekannt als Del Gesu, wird allgemein als der Begnadetste in seiner ohnehin hochbegabten Familie von Handwerksmeistern angesehen. Seine Instrumente sind bekannt für ihre ausgezeichneten Klang und ihre Brillanz. Eine seiner Geigen lehnt an einem Notenständer. So, gute Dame. Lorden Zukünftige kleidet sich kostspielig und unter Zuhilfenahme recht enger Korsetts. Sie hat eine Adlernase und nicht ganz so viel blondes Haar, wie ihr wohl lieb wäre. Da sie sich bewegt wie der Inbegriff adliger Steifheit, hat sie wahrscheinlich einen Wahlknochen im Rücken. Unter ihrem Chemisette? Okay, weiß ich nicht, was es ist. So. Wir haben Ihre Übungen unterbrochen, Lady Lockridge. Meine Entschuldigung. Ich werde Ihre Eitelkeit nicht befriedigen, indem ich Sie frage, woher Sie wissen, was ich gerade getan habe. Was wollen Sie? Höflichkeit wäre ein Anfang. Ich hatte gehofft, Ihr ungebetener Besuch wäre eine angenehme Abwechslung zu meiner Dauerschlacht mit Paganini. Aber entweder Sie ändern Ihren Ton, oder mein Mädchen wird Sie hinausgeleiten. Glückwünsche sind angebracht, glaube ich. Sie sind doch mit Lord Lorden verlobt. Er hat diese Ehre. Ihr Besuch gilt ihm. Ich untersuche eine heikle Angelegenheit, die vor seinen Ministerialausschuss gebracht worden ist. Lorden konnte mir nicht helfen. Ich dachte, Sie könnten es vielleicht. Eine offizielle Untersuchung? Hat er etwas Unredliches oder Unehrenhaftes getan? Lord Lorden ist nicht Gegenstand meiner Untersuchung. Ich habe derzeit keine Anklagen gegen ihn. Sein Ruf kann nicht den geringsten Hauch eines Skandals vertragen. Ich werde keine Andeutungen darüber in meinem Haus dulden. Wenn Sie keine Anklagen vorzubringen haben, ist das Thema beendet. Okay, also ist es beendet. Was für ein exquisites Instrument. Eine Guarneri, nicht wahr? Für den wahren Künstler ist das Instrument nur ein Werkzeug. Spielen Sie auch, Mr. Holmes? Ich stümpere herum, Lady Lockridge. Im Gegensatz zu Ihnen kann mein bisschen Talent meine Unfähigkeit nicht verbergen. Bestimmt nicht. Aber ich war auch nicht immer eine Meisterin, Mr. Holmes. Ach so. Die reife musikalische Fülle, die Sie jetzt bei mir so schätzen, ist das Ergebnis härtester Arbeit. Üben Sie ebenso fleißig, dann erringen Sie eines Tages vielleicht auch meine Fähigkeiten. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Darf ich bemerken, dass Ihr Innenausstatter begnadet war, Lady Lockridge? Hat er seine Anweisungen von Ihnen erhalten? Hat meine Instruktionen buchstabengetreu ausgeführt. Wie es der Zufall will, habe ich einen unfehlbaren Geschmack. Ich könnte Designerin werden, wenn das nicht unter meinem gesellschaftlichen Rang wäre. Ich verstehe. Ja, hier haben wir alles. Was ist hier drüben? Hier geht's wieder raus. Hier ist so ein Spiegel. Einige Einrichtungsfachleute würden einen mannshohen kippbar gelagerten Spiegel mit Goldrand als ein zumindest aufdringliches, wenn nicht gar völlig unpassendes Möbelstück für die Einrichtung eines Wohnzimmers bezeichnen. Lady Cordelia würde sie dafür voreingenommen fantasielose Idioten nennen. Watson, erzähl. Oh, da ist wieder was. Ich spüre Widerstand. Glauben Sie, sie will uns nicht helfen? Ich wäre nicht überrascht, wenn Ihre Manieren ebenso scheußlich wären wie Ihre Inneneinrichtung. Manche Menschen mögen Purpur. Das Farbschema ist gleichgültig. Es sind die Straußenfedern und die Marmortöpfe und die aufdringliche Verwendung von Blattgold, die ich schrecklich finde. Je eher wir hier wieder rauskommen, umso besser. Watson. Das sieht aus wie ein Verlobungsbild. Ich habe bei Lorden keins gesehen. Ich vermute, er hat eins. Und sei es nur, um es aufzustellen, wenn sie zu Besuch kommt. Wir haben vielleicht noch nicht seine ganze Sammlung gesehen. Okay.
Ja, aber das kann doch noch nicht alles sein, oder? Können wir die spielen? Nee, können wir nicht. Können wir mit ihr reden nochmal? Nee. Können wir hier nochmal spielen? Komm, wir spielen nochmal. So. Tja, und du? Nix. Nix ist. Können wir hier das. Ah, warte mal. Ah, jetzt kommt hier das Verlobungsbild extra. Oh, und es kommt Musik. Angesichts des lustlosen Pärchens fühlte sich der Fotograf bestimmt berechtigt, zu viel für seine Dienste in Rechnung zu stellen. Der von Lady Lockridge gewählte Rahmen verbirgt seinen Namen, der kunstvoll in einer Ecke des Bildes eingraviert ist. Der schämt. Huch. Was nu? Was nu? Ich glaube, Sie haben dieses Bild jetzt lange genug bewundert, Mr. Holmes. Bitte stellen Sie es zurück. Okay. Ich wollte, dass das Belobungs. Ich Ja, glaube, Sie. aha. Nimm. Wenn Sie so versessen sind auf ein Bild von mir, Mr. Holmes, dann kann ich da bestimmt etwas arrangieren. Ich besitze das einzige Negativ. Man könnte einen Abzug machen lassen. Vielen Dank, Milady, aber bemühen Sie sich nicht. Die Erinnerung daran wird mir mehr helfen. Aber warum ist Watson jetzt hier rübergekommen? Keine Ahnung. Und jetzt du hier? Oh. Wer war der glückliche Fotograf, Lady Lockridge? Er hat wunderbare Arbeit geleistet. Finden Sie wirklich? Naja, wenn ich ihn nochmal treffe, werde ich ihm Ihr Lob vielleicht weitergeben. Bei seiner Kundschaft dürfte ihm allerdings die Meinung von jemandem wie Ihnen recht gleichgültig sein. Okay. Warum ist die denn so icy? Na okay, es ist Snobby hier. Auch nicht. Wir dürfen es nicht mitnehmen. Das ist schlecht. Angeschaut haben wir es schon, ne? Ja. Haben wir. Die Notenblätter hatten wir auch. Das Werkkästchen hatten wir auch. Dass er pafft, raucht wie ein Schlot. Die Feuerstelle ist mit italienisch anmutenden Marmor verkleidet. Bescheidene Geister könnten das vergoldete Kaminbesteck für einen Hauch angeberisch halten. Die Geige können wir auch nicht machen. Die haben wir schon angeguckt. Sie ist nicht weiter ansprechbar. Genau. Und Watson hat auch nichts. Das ist ärgerlich. Nun gut, ich würde sagen, ich mache an der Stelle ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.